Liebe Leute, habe die Ehre zusammen und willkommen zurück zu Demon's Souls Platin, das Original auf der PS3. Ja, viel haben wir im ersten Endgame nicht mehr. Wir machen jetzt das Tal der Schändung fertig, aber erst werde ich wieder hier Suizid begehen, weil ich keinen Bock habe, die Welttendenz zu beeinflussen, negativ. Deshalb einmal in die Tiefe stürzen, bitte. Hola. Dann hole ich mir meine Seelen wieder. So, normalerweise ist die Welttendenz rein weiß. Ja, müsste eigentlich. Ich sehe mal eh gleich. Ja, der Björn hockt da, der Patient. So, das Ganze können wir überprüfen, indem wir schauen, ob Selen Vinland da ist. Ich schaue jetzt einfach einmal nach. Ich will da, wie gesagt, kein unnötiges Risiko eingehen. Öptala, das ist ja der falsche Kaltstein. Ja, den zweiten. Sorry, Freunde, sorry. Den Weg laufe ich jetzt nicht da runter. Blutsauger braucht man, genau. Ich könnte zwar auch vom Schmutzkoloss zurücklaufen, aber der Weg ist genauso weit und gefährlicher. Ah, da fällt mir gerade ein, ich schmeiß die Seelen dann so oder so weg. Na, ist wurscht. So, ich kann jetzt den Ring wieder rausnehmen. Ring des Diebes wieder rein. Der macht's schon deutlich angenehmer. Haben wir noch Königslot, das habe ich nicht mehr. Habe ich das schon alles verbraten? Doch, 5 habe ich noch. Passt schon. Ich habe jetzt auch keine Lust, noch welches zu farmen, die werden schon reichen. Zunehmende Mondgräser, 8, passt auch. Wir haben noch einen Haufen Vollmondgräser. Wir können das Zeug dann so oder so easy farmen, wenn wir was brauchen. Im Palast von Boletaria. Alter, da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Ja, ist einer abgestürzt, das ist sehr freundlich. Wäre nichts dagegen. So, Selen Vinland, wenn das rein weiß ist, hockt nämlich hier gleich um die Ecke, ne? So, und zwar hier unten. Na, da liegt sogar noch ein Gegenstand, oder? Ja, sie ist da, okay, die Welttendenz ist rein weiß. Das passt. Ja, ist schon recht. Da ist der Ring des Diebes ein zweites Mal. Jetzt haben wir den auch nochmal. So, hallo Selen. Ja, ihr Bruder ist im Wahnsinn verfallen, das ist richtig. Das macht jetzt aber gar nichts. Das ist völlig normal.
wir schmeißen jetzt die Seelen weg, drauf geschissen, weil ich laufe jetzt den ganzen Weg nicht mehr dahin. Es reicht eh, wenn ich es dann noch einmal machen muss. So, wir gehen jetzt gleich. Na, wir gehen nicht gleich. Freunde, ich habe jetzt einen kleinen Fehler begangen. Ich brauche nämlich noch ein paar Seelen. Jetzt warte mal. Mal mich kurz überlegen. Ich muss mir noch kurz schnell ein paar Seelen organisieren. Sorry, Freunde. Theoretisch ist es kein Fehler. Aber ich möchte noch versuchen, vorher den Bogen auf plus 5 zu bringen. Das war Blödsinn. Da, Sturmgebiet da jetzt. Holen wir schnell noch ein paar. So, jetzt saufen wir einen Kaffee, Prost. Okay. Die reichen eh schon, aber ist wurscht. Machen wir alle weg. Machen wir denn noch 2, 3, okay. Irgendwelche Drops. Schau, diesmal nicht. Okay. Interessant, diesmal haben wir keine Drops. Wurscht. Na? Aber ist eh egal. Gut. Den können wir jetzt wieder bunkern. Ist alles nur unnützes Gewicht. Dann reparieren wir kurz. Und jetzt mache ich mal schnell meinen Bogen fertig, ne? Weil das müsste eigentlich reichen, weil wir haben ja 6 Spinnsteinscherben insgesamt, daran kann ich mich noch erinnern, weil ich da auf Pure Black noch 2 gedroppt bekommen habe. Von diesen Minenarbeitern, also müsste es eigentlich genau passen. Dann können wir uns jetzt auch gleich noch eine weitere Trophäe holen. Ich habe gesagt, wann wir die Waffentrophäen machen, das ist scheißegal, Freunde. NG Plus, NG Plus 2, NG Plus 3, das ist völlig irrelevant. Wir kriegen danach so oder so noch einen Haufen von diesen Gedöns. Aber ich konzentriere mich jetzt erstmal auf das Zeug, was ich ja wirklich benutzen möchte. Alles andere folgt dann später. So, Waffe aufwerte. Klebriger, ja, schon her. Passt genau. 5 Scherbenbraue, 4 Klumpen und einen reinen. So, Trophäe, Dankeschön. Pardon? Bling!
Da ist sie, Trophäe des Bogenmeisters. Läuft. Jetzt muss ich nur noch mal dann die Pfeile checken. Da brauche ich nämlich auch einiges. Da haben wir wenig. Okay, ich kaufe jetzt bei Patches. Das passt wunderbar. Da ich noch so viele Seelen habe, das passt mir jetzt gerade. Weil dann kaufe ich jetzt bei Patches noch die schweren Pfeile. Die fliegen zwar nicht so weit wie die leichten, aber die machen dafür ein bisschen mehr Schaden. So, Patches, du kleiner Penner. Was hast denn du sonst noch? Kalksteinscherben, ja, und Neumondgras. Brauchen wir alles nicht. So, schwere Pfeile. 530. Na, bist du nicht ganz sauber. Mach mal da. Das passt schon. 184, scheiß Wurscht, 190. Das ist eh viel zu viel. Das passt, Freunde, das passt. Da rüsten wir gleich aus. Fetzt. Obwohl, jetzt warte einmal, wenn ich jetzt. Schmarres, ich muss Galwinlem besiegen, oder? Kann es sein, dass ich den besiegen muss? Wenn ich jetzt Maiden Astraea mit dem Bogen abschieße, dann stirbt der Galwinlem gar nicht, oder? Freunde, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also ich mache ihn jetzt regulär. Ich mache ihn jetzt einfach mal zur Sicherheit regulär. Beste Szene im ganzen Demon's Souls. Die Musik auch. Go forth, Galwinland. Der ist. Die ist dem Dämon verfallen. Go forth, Galvinland. May you be unharmed. Nee. Leave us, Slayer of Demons. Nein. This is a sanctuary for the lost under it. A sanctuary, ja, ja. There is nothing here for you to pillage or plunder. Please, leave quietly. So, ey, geil, reiner Mordstein und Mordsteinklumpen hat die droppt. Voll geil. So, man könnte. Ich zeig das mir mal kurz. Ich mach das jetzt nicht. Da der Galwinland, der prügelt da unten gegen irgendwas. Keine Ahnung, was hast du droppt. Oh, nett. Nehme ich. Ich sag, die Gegner, die sind eigentlich relativ egal. So, wenn man sich hier hinstellt, wo der Typ da jetzt die Arme hochreckt, dann kann man sie mit Pfeil und Bogen abknallen. Dann spart man sich den Kampf gegen Galwinland, da ich aber nicht weiß, ob ich dann die rein weiße Welttendenz verkacke, also das Event, lasse ich das lieber sein, Freunde. So, hier wäre natürlich der Schonungszauber wieder der Brüller, aber ich habe ihn vergessen. Galwinland ist übrigens magieresistent. Vor allem sein Schild. Kostet keine Chance. Ich kann jetzt auch nicht parieren, obwohl das eigentlich hier ideal wäre. Aber mit der Hellebarde geht das auch wunderbar. Mr. Stryer. I
have failed you. Aber der Dolby ist der Koffer. So. Zu schwer zu tragen. Das geht nicht. Das geht gar nicht. Wo ist denn das Ding schon wieder? Aha, die Beinschienen. Kampfhandschuhe. Ja, wichtig ist die Waffe. Das Stigma. So, haben wir noch Witwen, Lotus? Ja, falls es wäre so. Jetzt müssen wir einfach nur noch mit ihr reden. Wir können hier nur uns langsam bewegen. Wir haben eine hohe Seuchenresistenz, dank der Rüstung. Ja, kann ich nichts dafür, der hat sich mir in den Weg gestellt, du Kuh. Ja, dann schleichte. Tut mir leid, aber du hast dich für die falsche Seite der Macht entschieden, Mädel. Tüllitü. Kann ich nichts dafür. Da, Ring des aufrichtigen Gebets, Trophäe der Jungfrau Astraea. Ja, Pest. Eben ja, das ist immer wurscht. Pest ist in Demon's Souls das Pendant zum Toxin aus Dark Souls. Nicht wahr? So, Tal der Schändung, immer noch rein weiß. Das hat mit Gal Windlein Gott sei Dank gar nichts zu tun. Wo ist denn jetzt sie schon wieder? Ah, da. Die ist ja immer in der Nähe vom Keilstein, wo man als letztes war. So ist sie eh nicht, aber nerven tut sie manchmal trotzdem. Bisschen mehr. Naja, weißt du schon. So, jetzt müssen wir zu Selen Windland. Dabei spielt es jetzt auch keine Rolle mehr, ob ich in menschlicher Form rumlaufe oder nicht. Ich darf halt nur nicht, wenn ich sterbe, in Nexus reisen. Ja, dann wird die Welttendenz eine Stufe schwärzer. Das muss man sich vor Augen halten, Freunde, gell? So, ein Ring des Diebes nicht drin. Wurscht. Wird schon so angehen. Nein, ich kann einen Ring der Adhäsion rausnehmen, dann passt das auch wieder. Gut. Ja, die Hellebarde ist einfach beidhändig, einfach nur absolutes Brett. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Es ist einfach eine brutal geile Waffe. Ups, Andi, du läufst in die falsche Richtung. So, aber ich juck Nasen, sorry. Was mich noch interessieren würde, das habe ich selber nie versucht. Das gehen wir nochmal Gal Windland und Maiden Astraea. Ne? Nehmen wir jetzt nochmal das Thema auf. Ich habe jetzt Gal Windland ganz normal regulär besiegt, habe sein Zeug bekommen, Maiden Astraea hat sich das Leben genommen und alles passt. Ne? Jetzt ist es aber so, was mich interessieren würde. Hätte ich Maiden Astraea jetzt mit dem Bogen gekillt, hätte Gal Windland sich passiv verhalten, das weiß ich. Der hätte mich nicht mehr angegriffen. Ich hätte jetzt da das Wappen und seine Waffe und Rüstung selbstverständlich nicht bekommen, das ist mir klar. Hätte ich ihn allerdings im Nachhinein trotz alledessen noch angreifen können und mir sein Stuff dennoch holen können? Ich habe das so umgekehrt nie versucht. Wer das von euch schon mal gemacht hat, der schreibt es mir bitte, weil das würde mich interessieren. Zuerst Maiden Astraea mit dem Bogen und danach Gal Windland killen. I heard an unflattering. Have you met that herb peddling woman? That woman has no reason to. I find something odd about this. It brims with.
I find something it. Hä? I find something it. Hab ich das Windland-Wappen, ne? Ah, weil bin ich ein Vogel? Das kriege ich ja erst auf Pure Black. Ja, Maiden Astraea ist eine Dämonin. Sie stimmt schon. I find something. Okay, Freunde, das kann ich abhaken. Nein, bin ich ein Vogel. Da habe ich jetzt ja gar nicht mehr dran gedacht. Ich muss ja gar nicht zu Selen Windland auf rein weiß, gell? Glaube ich zumindest. Ey, ich muss nochmal nach. Nicht, dass ich da jetzt irgendwas verkackt habe, Freunde. Jetzt warte mal, da müssen wir nochmal prüfen. Aber das Wappen von Windland kriege ich erst auf Pure Black, oder? Ey, ohne Scheiß. Ich weiß echt nicht mehr. Sorry. Ganz, ganz seltsam. Irgendwas verdrehe ich gerade. Zumindest gedanklich. Nee, da ist er eh. Okay, Freunde. Es wäre schlicht und ergreifend egal gewesen, ob ich Maiden Astraea mit dem Bogen kill oder ne. Black Phantom Gal Windland ist immer erst auf rein weiß da. Das habe ich verdreht, alles klar. So, hier wäre der Parry natürlich nice, aber ich habe kein Schild dabei. Aber hey, mit der Hellebarde dauert zwar ewig, aber es funktioniert. Komm, Koffer. Da, also das könnt ihr abhaken. Seelenstrahl, keine Chance, ne? Nochmal zur Veranschaulichung. Gali? Na geht doch. Ey! Nein! Okay, Freunde, ich bin in menschlicher Gestalt gestorben. Die hat mich tatsächlich pariert, der Wichser. Oh, nee. Das ist jetzt aber halb so tragisch. Ich darf halt jetzt nur, ne? Wieder in Nexus reisen. Dann ist alles egal. Ich darf nicht in Nexus reisen. Alter, hat mich der pariert. Das war er noch nie gemacht. Ja, das könnte ich auch machen, hätte ich das passende Schild dabei. Aber ey, Freunde, es geht auch ohne. Der lässt sich aber verdammt leicht parieren eigentlich, ne?
So, das war schon wieder. Ellebade vor der Wind. So haben wir das eigentlich vorgestellt. So, was ich jetzt nicht machen darf. So, Wappen von Wilmland und Stigma. Jetzt haben wir es. Vorher, okay, das habe ich komplett verdreht. Vorher, beim Bossfight mehr oder weniger, da war seine Ausrüstung, also seine Rüstung und sein Schild. Und jetzt nach dem Bossfight, nach dem Bossfight gibt es das Wappen von Winland und seine Waffe. Wie gesagt, ich habe da jetzt die Tatsachen vorher verdreht. Sorry, Freunde, aber jetzt haben wir wieder Gewissheit. So, jetzt ist halt wichtig. Dadurch, dass ich verreckt bin, ne, und dadurch, dass ich Gal Winland jetzt getötet habe, ob das jetzt damit zusammen dahingestellt, darf ich nicht reisen. Ich darf nicht reisen in den Nexus. Sonst ist Selen Winland weg. Das muss man sich jetzt vor Augen halten. Ich muss wirklich jetzt einfach aus Sicherheitsgründen, ich bin mir jetzt nicht 1000%ig sicher, aber ich glaube schon, ich muss jetzt den Weg von hier zurücklaufen. Alleine schon mein Tod in menschlicher Form würde wahrscheinlich, da liegt das Zeug, Dunkelmondgras, würde bedeuten, dass die Welttendenz nicht mehr rein weiß ist. Okay. Okay, das geht nicht. Ich kann den Ring nicht abnehmen. Das ist interessant. Ich habe viel. Ich habe zwei Scheiße dabei. Gut, dann halt nicht. Vorteil ist, ich mache mehr Schaden, beziehungsweise die Gegner halten weniger aus, weil er rein weiße Welttendenz ist. Was hat denn der jetzt droppt? Das war doch irgendetwas Reines, oder? Ja, ich muss mir das abgewöhnen, das so schnell immer zu überspringen. Ich muss mir das echt einmal abgewöhnen. Ich will aber kein Risiko eingehen, deswegen mache ich mal einen Schutzzauber rein. Was jetzt natürlich absolut fehlt, ist der Ring des Diebes. Vor allem im nächsten Abschnitt. Aber ich werde das Risiko eingehen und den Ring der Adhäsion nochmal rausmachen. Na, schau her, das Hotel haben wir auch übersehen. Oder ich habe es übersehen. Ah, interessanto, interessante. Komm ich da rüber? Jawohl. Da haben wir also ein bisschen vorsichtig das Ganze, ne? Wie gesagt, mir fehlt der Ring des Diebes aktuell in der Ausrüstung. Das macht das Ganze noch ein bisschen unangenehmer. Kommt einer nach? Ja, ich soll immer wieder ein bisschen vorsichtig sein, Freunde. So, jetzt mache ich ihn aber rein. Ist jetzt ein bisschen Risiko dabei? Aber ich möchte langsam den Gegnerhaufen hier vermeiden. Wenn es irgendwie geht. Ich glaube, geht aber eh nicht. Ja, doch, es geht schon. Ich muss noch in die andere Richtung laufen. Jetzt habe ich das Dunkelmondgras benutzt. Das ist nicht so tragisch. Wurscht. Jawohl, passt, Freunde. Hat funktioniert.
Der Rest ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Was ich noch mitnehme, wenn wir schon da sind, sind die ganzen Scheißhausfliegen. Wo sind sie? Ah, die sind weiter vorn, bin ich noch viel zu weit hinten. Da sind sie. Okay. Auf rein weiß gibt es eh fast nichts, ja, genau so ist er. Dann halt nicht. Oh, da habe ich noch ein Item vergessen. Ja, das ist ja nicht einmal schlecht. Dunkelmondgras, Freunde. So, Selen Winland. This crest. Jetzt haben wir es geschrieben. So, my brother. Ja, die haben sich abgewandt, die sind nicht mehr ganz dicht. Oder waren nicht mehr ganz dicht. Wir geben es selbstverständlich ab, Freunde, natürlich. Ja, Umbasa. So, Ring des Gebets. Anders nicht zu bekommen, soweit ich weiß. So, wir haben rein weiß erledigt, Freunde. Das heißt, wir können zurückreisen in den Nexus. Jetzt passt alles. Wunderbar. So, und jetzt schauen wir mal hier auf die Welttendenz. Tal der Schändung. Es sieht so aus, als wäre es nicht mehr ganz rein weiß, ne, durch meinen Tod. Bin mir jetzt da nicht hundertprozentig sicher, aber bevor ich da jetzt ein Risiko eingehe, bin ich lieber den Weg zurückgelaufen, ganz ehrlich. So, jetzt müssen wir erst einmal das ganze Zeug bunkern, weil sonst wird das nichts mehr. So. Also, das gute Zeug möchte ich mal fürs NG Plus aufheben. Ja, frisches Gewürz, ich habe eh die genug alte. Das brauche ich auch nicht mehr. Reiner Mattstein ist ein Traum. Showtel, Stigma. Dunkel-Silberschild. Es ist schon geil. Das Dunkel-Silberschild, das ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, eines der besten Schilde. Man kann auch damit noch parieren. Von den mittleren Schilden ist es das Beste, keine Frage. Blockt brutal Magie. Also das Ding fetzt auf jeden Fall. Kann man nur empfehlen. Auch die Rüstung, Spitzenklasse. Keine Frage diesbezüglich, ne? Ring der Adhäsion. Ah, ich habe zweimal Ring des Diebes, also weg damit. Deponia. Sonst haben wir nichts doppelt, gell? Nein, passt. So, Freunde. Haben wir noch eine Seele, normale? Nein, haben wir nicht. Nö, wurscht, wegen Reparatur. Aber so schlimm ist es auch nicht. So, Freunde. Jetzt brauchen wir die Ephemer-Augensteine. Die habe ich alle bunkert, gell? Jo. Hallo. Again. Witwen-Lotus nehme ich einmal mit. Alle. Wo haben sie denn? Ephemer-Augensteine. Nehmen wir einfach mal alle mit, weil es eh wurscht ist. Yeah. Jetzt kommt Pure Black, Freunde. Was ich aber jetzt nochmal machen werde, nicht Blutsauger, Schmutzkoloss, es gibt da im Bossraum noch einen reinen Stein. Ich glaube, das ist sogar der reine Markstein. Einen Saugstein gibt es auch noch einen reinen, aber ich brauche den reinen Markstein. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der liegt, aber irgendwo ist er da. Na
Na komm, schleicht's euch mal da, das, ihr nervt's eh grad. So, was ich auf jeden Fall noch mal mitnehme, ist die Echse. Mattsteine, ne? Klumpen und so weiter. Ja, nehmen wir auf jeden Fall mit. So, jetzt muss ich mal da gucken, wo das Zeug liegt. Da unten liegt was. Da oben auf dem Felsen liegt was. Meine Tode sind mir jetzt wurscht. So, das ist eh schon wieder ganz super, was ich da gemacht habe. Ich Andi! So, das große Problem sind jetzt hier diese Kinder, Babys, eklig, mega eklig. So, da brauchen wir einen Witwenlotus. Was man bei denen machen kann, da ist ja der reine Markstein. Ja, passt, der liegt da in der Ecke. Den wollte ich haben. War da nicht so verkehrt. Ich glaube, ich kann es jetzt sogar einmal präsentieren, weil die haben es gedroppt. Da. Das sind die einzigen Gegner im Spiel, wo man eh viel mehr Augensteine farmen kann. Ob es macht Sinn? Nein. Man kann sie auch nur in dem Tempo bewegen, ne? Ich werde jetzt sterben. Ja, du kommst da nicht vorbei. Drauf geschissen, Freunde. Der reine Markstein war für mich das Wichtigste. Definitiv. Das ist hier richtig bescheuert. Am besten geht's mit flächendeckenden Angriffen, sprich zum Beispiel der Feuersturm oder Götterzorn, wenn ihr den schon habt zu dem Zeitpunkt. Da müsst ihr allerdings mehr auf Wunder gehen und Wille, ne? Da geht es eigentlich am besten. Aber hey, schön, dass schon mal einer gedroppt wurde, dann konnte ich euch das zeigen, dass die Ephemer-Augensteine droppen. Super. Also wie gesagt, wenn ihr da scharf drauf seid, das ist die einzige Stelle im Spiel, wo das geht. Aber das nehmen wir auch noch mit. So. Und dann müsste theoretisch das da oben, wo haben wir nicht da wieder daneben, Hopf, da, na, wo, Andi? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Ah, da drüben, bist du wieder zweit. Dann müsste das noch der zweite reine Saugstein sein, normalerweise. Das da. Schauen wir mal. Genau so ist es. Das ist der zweite reine Saugstein im Spiel. Gut, Andi. Ausnahmsweise habe ich keinen Stuss gelabert. Ja, ich glaube, da haben wir jetzt eh alles gelootet, oder? Schau, nein, da ist noch was. Ah! Da kommst du sowieso nicht durch. Also da brauchst du auf jeden Fall einen Schonungszauber, Leute. Na, Schutzzauber, Recht und Schäden habe ich jetzt eh nicht drin gehabt. Schonungszauber und irgendwas, was schnell ist, flächendeckenden Schaden macht. Am besten, wie gesagt, der Götterzorn. Aber das interessiert mich nicht. Und zwar überhaupt gar nicht. Und auch wenn wir schon 40 Minuten fast auf dem Tacho haben, ich werde es auf jeden Fall jetzt durchziehen, dass wir jetzt noch das rein schwarze Gedöns machen, gell? Das geht am einfachsten hier gleich am Anfang. Seelenwindland ist aber schon hier eine Hausnummer.
Da muss man zum Glück nicht weit laufen, ne, im Tal der Schändung. Auf der PS5 meiner Meinung nach deutlich leichter durch diesen speziellen Ring, dass man sich im Wasser schneller bewegen kann. Was ich aber vorher auch noch machen werde, ist auf jeden Fall im Nexus natürlich den Schonungszauber mitnehmen und dafür vorerst den Feuersturm weglassen. Aber schön zu sehen, die Ephemer-Augensteine, die reichen mehr als aus, auch für später noch. Palast von Boletaria, genau, den müssen wir ja auch noch, die beiden Welttendenz-Events machen. Ui. So, jetzt habe ich gar nicht mit Zeit. Ah, ist wurscht. Machen wir eh genug. Müssten jetzt 5 gewesen sein, gell? Einmal bin ich schon gestorben. Das heißt, theoretisch nur einmal. So, normal müsste es passen. Schauen wir mal. Ja, der Lord Riddiel, please help me. Habe ich gemacht. Und was war der Dank? Er hat mich als Black Phantom einmal getötet, der Eiferbübste, gell? So, nein, ist noch nicht rein schwarz. Alles klar, müssen wir noch einmal. Das ist noch zu bräunlich. Entschuldigung, Entschuldigung. Wir müssen noch einmal. Ja, zu Miralda kommen wir dann auch noch. Super geile Waffe. Das Henkersbeil. War er damals im PvP extrem beliebt, also ein beidhändig führte. Was hab ich da auf die Fresse bekommen? Leck mich doch. Gut, ich war noch nie besonders gut im PvP. Im Gegenteil. Unteres Mittelmaß maximal, wenn überhaupt. So, und weil es wurscht ist, komm einen zur Sicherheit noch. Was jetzt natürlich bitter ist, ich habe kein Königslotus mehr. Muss ich mir noch ein paar erfahren, das hilft nichts. Weil das brauche ich schon. So. Selenwindel ist halt so eine Priesterin, Klerikerin, ne? Die heilt sich ja die nervige. Das kann sie gut. Ich glaube, ich habe kein Königslotus mehr, oder? Nein, habe ich nicht mehr. Das ist gar nicht mal so praktisch. Habe ich noch was zu deponieren, ja. Reinen Quecksilber. Ich habe einen reinen Quecksilberstein nochmal bekommen. Das ist ja krass. Von einem Standardgegner. Ich bin ja auch so, ey, ohne Scheiß. Ja, die brauchen wir auch nicht mehr. Doch, ich habe noch legendäre Heldenseele, das ist super. So, hat der Patch jetzt das Zeug für mich? Was für gar nicht. Natürlich nicht. Ja, ja, halt Schnauze, und wenn du nichts hast, dann kaufe ich nichts, Depp. Hast du gesagt? Nee.
Mal jetzt wirklich in den Turm von Latria? Anscheinend. Mei. Nein, ich will auf jeden Fall einen Königslotus mitnehmen. Dunkelmondgräser hätte ich zwar auch noch, aber ich möchte mir die wirklich fürs Ding aufsparen. Fürs NG Plus und später. Vier Seelen, die helfen mir frei. Frisches, ne, altes, super. Ja, weiß nichts hilft. Gell? Den müssen wir auch noch. Der hat den Ring des ewigen Kriegers. Da braucht man aber erst den Schlüssel von Ostrava, sonst geht das nicht. So, lala. Ja, warte mal, machen wir hier mal kurz ein bisschen Sortierung. Königslot, das passt. Vollmondgräser, 54. Gut, Freunde, dann. Check. Sieht schwarz aus. Sehen wir eh gleich. Blutsauger. Schauen, ob Seelenwindland da ist. Man kann das Ganze auch rückwärts machen, indem man vom Schmutzkoloss zurückläuft. Das geht genauso, aber na. Mir ist der Weg lieber, weil vom Weg her schenken sie sich beide nichts. Da haben wir halt jetzt den Vorteil, dass wir deutlich weniger Gegner passieren müssen. Ah, und was habe ich nicht gemacht? Schonungszauber. Gut, dann halt ohne Schonungszauber. Ja, vorher rede ich noch davon, ich Depp. Ja, der Schaden ist jetzt natürlich ein ganz anderer, gell? Den ich kassiere. Keine Frage. Ich hoffe echt, dass es jetzt rein schwarz ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, oft genug gestorben zu sein. Bin sogar noch einmal dächtig auf Nummer sicher gegangen, also normalerweise. Wenn Seelenwindel nicht da ist, ja, dann habe ich es verkackt. Dann muss ich nochmal sterben. In menschlicher Form, gell? Wegen des Diebes ist schon drin, ja, weißt schon. Sonst kann es sein, dass ich da nicht heile vorbeikomme, ne? Da ist nämlich jetzt ein Black Phantom. Und er hat mich schon gesehen. Oh oh. Seelenwindland ist da. So, jetzt kann ich keine Magie wirken in ihrer Nähe.
Ja, jetzt kommt sie mit der Heilung daher. Aber das hilft nichts. Ich kann es jetzt nicht riskieren. Jawohl, ja, sie mit ihrer scheiß Heilung, aber ich hab sie. Passt, also Selen Vinland hätten wir. Blind, jawohl, die Waffe, blind. Das ist eine Dex-Waffe, ich glaube sogar einer der besten. Habe ich nie gespielt, nur darüber gehört, ne? So, aber das gefällt mir, Freunde, das hat jetzt sehr gut funktioniert. Ups. So, und jetzt brauchen wir nur noch den Primeval Demon und der ist einfach den Weg nach hinten. Und weil die Welttendenz eben rein schwarz ist, ballert man jetzt kleiner die ganzen Fliegen hier ab. Wegen Markstein-Gedöns, ne? Brauchen wir. Ja, das ist super. Nix habe ich gekriegt. Nix. Okay, da ist wieder einer abgestürzt. Irgendwo und irgendwie und warum auch immer. So. Das ist jetzt ultra gefährlich. Ich muss genau daran vorbei. Ich hoffe, es geht, ohne dass sie mich sehen. Da ist nämlich jetzt einer von diesen großen Typen da, sitzt er da, ein Black Phantom dabei. Der Kleine ist mir egal. Passt. Jawohl. Okay, 2 Drops, 3 Drops, sehr gut. Mark. Scherben, also nur Scherben, ist wurscht. So, Freunde, da ist er. Der Urzeitdämon. Passt, Freunde. Können wir uns verziehen? Wir haben Selen Vinland besiegt, blind eingesammelt und den Primal Demon besiegt, ohne das Gebiet verlassen zu haben. Also Pure Black erledigt, ein Tal der Schändung. Und jetzt ist es auch wieder weiß. Weil wir eben die beiden gekillt haben. Und unsere Charaktertendenz, die wird immer leuchtender. Na, seht ihr in der Mitte die Figur? Jetzt haben wir nur noch Palast von Boletaria und dann kriegen wir den Ring des Freundes. Das allerdings, Freunde, machen wir selbstverfreilich nicht mehr in diesem Part, gell? Aber trotz alledessen, es ging gut voran. Ich habe zwar kurzfristig einmal hier die Tatsachen verdreht, was Garl Vinland betrifft, aber war nicht schlimm. Die reinen Steine haben wir alle. Ja. Haut hin, würde ich sagen. Haut hin. Dann, liebe Leute, wünsche ich euch noch weiter viel Spaß mit Demon's Souls. Vielen Dank, dass ihr da wart natürlich. Und hoffentlich bis nächstes Mal. Habe die Ehre. Ciao, servus.